Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Runaway. Wir haben das Hobbydorf gefunden und wollen da jetzt hinabsteigen. Und ich glaube, mit diesem Nagel hat es was zu tun, dass wir den Nagel und das Seil, Nagel irgendwo reinschlagen müssen und das Seil dann dranbinden oder wie auch immer. Ich bin jetzt nicht sicher, aber ich benutze es einfach mal mit dem Rand des Abgrunds. Ich kann es mir jetzt zwar jetzt nicht vorstellen, aber andere Hotspots gab es ja nicht, wo man das hätte benutzen können mit. Von daher probieren wir es mal. In Ordnung. Ich schlage ihn da ein, wo der Boden am stabilsten ist. So wird er mein Gewicht halten. Hoffe ich. Fertig. Ich glaube, er wird halten. Okay, es geht doch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo ist er ran? Da ist der Nagel. Dann wollen wir mal. Ich muss das Seil gut am Nagel befestigen. Ich würde mich Fertig. Das nicht trauen. Und jetzt seilen wir uns ab. Auf geht's. Im Ferienlager habe ich es auch immer geschafft. Das wäre mir doch etwas zu riskant mit einem einfachen Nagel. Gina? Brian! Ich kann es nicht glauben. Du lebst! Wie bist du hierher gekommen? Das war so. Als ich in den Schacht fiel, stieß ich mit dem Kopf an und wurde ohnmächtig. Genau, das dachte ich mir ja. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, bis ich aufwachte. Als ich zu mir kam, war es stockdunkel. Und als ich aufstehen wollte, merkte ich, dass mein Bein verletzt war. Ich tastete mich stundenlang durch die dunklen Stollen hindurch. Ich kroch immer weiter und versuchte, den Ausgang zu finden. Als ich fast zusammengebrochen war, kam ich endlich zu einem helleren Stollen. Am Ende des Tunnels sah ich ein Licht. Und ich habe mich mit allerletzter Kraft dorthin geschleppt. Als ich aus dem Stollen herauskam, sah ich als erstes diese riesige Statue dort. Da habe ich mich zu Tode erschrocken. Aber ich beruhigte mich wieder und durchquerte diese merkwürdigen Ruinen, bis ich hier ankam. Es war furchtbar, feststellen zu müssen, dass ich inmitten eines steinigen Canyons war und mit dem verletzten Bein niemals rauskommen würde. Ich habe wahrhaftig gedacht, das ist das Ende. Und genau in diesem Moment erscheinst du plötzlich. Oh, Brian, ich habe mich noch nie so gefreut, jemanden zu sehen. Verrat mir, wie du mich gefunden hast. Naja, um ehrlich zu sein, war es ein Zufall. Nachdem du in das verdammte Loch gefallen bist, dachte ich, du seist tot. Aber ich schwor, das Rätsel um das Kruzifix zu lösen. Das hat mich hierher geführt. Dies sind die Ruinen eines Hopi-Dorfes. Und auf der anderen Seite des Canyons müsste ihr Heiligtum liegen. Das Kruzifix hat sich buchstäblich als Schlüssel zum Ganzen entpuppt. Es ist ja unglaublich. Wie hast du das alles erfahren? Ich erzähle dir alles später. Das Wichtigste ist jetzt, dich zu einem Arzt zu bringen. Nein, nein, warte! Es hat dich viel zu viel Mühe gekostet, hierher zu kommen. Du darfst jetzt nicht umkehren, ohne das Rätsel um das Kruzifix gelöst zu haben. Ich halte es hier noch eine Weile aus. Kümmere dich nicht um mich. Geh zum Heiligtum, bitte. Aber du brauchst ärztliche Hilfe. Das ist das Dringende. Nein, Brian, nein. Ich schulde es meinem Vater. Tu es bitte für mich. Na schön. Wie du willst. Ruh dich jetzt aus. Auf keinen Fall irgendwelche Anstrengungen. Spar lieber deine Kräfte für den Rückweg. Ja, Brian. Kümmere dich nicht um mich. Ginas Bein gefällt mir überhaupt nicht. Ich wollte sie nicht noch mehr beunruhigen, aber ich fürchte, es ist gebrochen. Ich muss mir etwas einfallen lassen, um ihr Bein zu schienen. Sonst kann ich sie nicht mitnehmen. Gut. Ich denke, ich finde besser zuerst diese mysteriöse Hopi-Gruft. Danach kann ich mich dann um Ginas Bein kümmern. Ich denke, das Ding, das Bein könnte man wahrscheinlich schienen. Sie ist sehr schwach. Ich muss sie so schnell wie möglich von hier wegbringen. Reden wir mal mit ihr, falls es geht. Nein, sie soll sich lieber ausruhen. So spart sie Kraft für den Rückweg. Mit der Holzplatte da, denke ich, könnte man vielleicht so eine Schiene machen, aber wir bräuchten auf jeden Fall was noch, um das dran zu binden. Moment. Zum Glück war es lang genug, um daran herunterzuklettern. Nee, das wollen wir nicht hochgehen. Wir sind ja gerade froh, dass wir runtergekommen sind. Eine Leiter.
Sie führt in die Tiefe. Nein, ich traue den Sprossen nicht. Na dann nicht. Da haben wir nichts mehr. Da haben wir natürlich noch die Stator. Schauen wir uns doch die mal an. Sie ist aus Stein, keine Frage. Aus der Nähe ist die Statue noch beeindruckender. Dieses Gesicht ist wirklich einschüchternd. Ich kann mir gut vorstellen, wie sich die ersten Bergarbeiter von Douglasville gefühlt haben, als sie die vorfanden. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Sie ist aus solidem Fels gemeißelt. Ich sehe keinerlei Türen oder ähnliches. Gut. Oh, Moment. War da nicht was? Nee, da war nichts. Da geht's Richtung Dorf. Da haben wir Kreuze. Es muss eine Art Hopi-Symbol sein. Obwohl es die Form eines Kreuzes hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass es etwas mit den Kirchenkreuzen zu tun hat. Ja, das bezweifle ich auch. Nein. Offensichtlich handelt es sich nicht um einen Mechanismus. Vielleicht bin ich abergläubisch, aber ich will nicht respektlos mit den religiösen Symbolen anderer Kulturen umgehen. Da liegt noch ein Gegenstand. Das ist eine indianische Streitaxt, ein Tomahawk. Wow, und dann habe ich gefunden, so einen kleinen Gegenstand. Das ist ja schon unglaublich. Ja, die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Nanu, das ist ja gar kein einfacher Tomahawk. Man kann ihn auch als Pfeife benutzen. Okay. Eine Tomahawk-Friedenspfeife oder sowas. Abgefahren. Da geht's nur um Höhleninneres. Und da ist noch ein Kreuz. Es ähnelt dem auf der anderen Seite. Nein. Okay. Vielleicht bin ich abergläubisch. Okay, das geht genauso wenig. Geht er da noch weiter? Ich kann Gina nicht allein lassen. Das wird wahrscheinlich unser Ausgang werden. Gut, dann schauen wir mal die andere Seite an. Da haben wir auf jeden Fall einen Durchgang. Und da haben wir Richtung Canyon. Gehen wir erstmal zu dem Durchgang, hätte ich gesagt. Uff, wo kommt man da jetzt raus? Okay. Kann man jetzt da oben irgendetwas machen? Also zurückzugehen? Ich weiß, ich laufe gerade hin und her, aber ja, da geht's auch nochmal rein. Jetzt haben wir zwei Türen. Nehmen wir mal die erste. Und sind wieder am Anfang. Dann müssen wir wohl die zweite nehmen, aber das sieht aus, als ob es da weitergeht. Ich gehe erstmal zum Canyon, denke ich, bevor wir da weitermachen. Gut. Sehen wir uns mal um. Ich muss mich orientieren. Ich wette, das Heiligtum liegt in der Klippe dort gegenüber. Puh. Der Weg ist aber anstrengend. Ich hasse diese Hängebrücken. Ist ja gut. Ich werde jetzt nicht kneifen. Gehen wir. Ja, vielleicht hätten wir doch zuerst das andere Ding anschauen sollen, wie es aussieht. Es ist ein weiter, weiter Weg. Ah, da unten läuft er, ich sehe ihn. Aha, das muss der Eingang zum Heiligtum sein.
Und dieser merkwürdige Monolith müsste eine Tür sein. Gut, gehen wir wieder zurück. Natürlich nicht. Ich weiß nicht, was für eine Art Pflanze das ist. An den Zweigen wachsen Schoten. Die sehen aus wie Bohnen. Nein, warum sollte ich? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, weil sie da sind. Er stellt mit Sicherheit eine Hopi-Gottheit dar. Nein, auf diese Weise werde ich den Eingang zum Heiligtum nie öffnen. Ich glaube, den Mund, den können wir auch anschauen. Der Mund ist keine einfache Kerbe, sondern eine Öffnung. Das wird nichts bringen. Ich glaube nicht, dass sie hineinpasst. Und die Idee gefällt mir ganz und gar nicht. Nein, mir auch nicht, aber ich denke, das ist ein Zeichen, ein Teil, um den unseren Schlüssel zu benutzen. Ja, genau, das muss es sein. So müsste ich den Eingang zum Heiligtum öffnen können. Schlechte Nachrichten. Die Öffnung ist mit Sand verstopft. Deshalb passt der Schlüssel nicht. Verflixt. Ich wusste doch, dass alles zu einfach war. So geht's also nicht. Wir müssen den Sand rauskriegen. Mit dem Tomahawk geht's wahrscheinlich nicht, oder? Das bringt nichts. Nein. Damit kriege ich die Öffnung nicht frei. Ich hätte gedacht, dass man da vielleicht die Öffnung mit... Ja, egal. Ich glaube, ich habe leider nichts... Womit ich die Öffnung freikrieg. Nein. Nimmt er jetzt die Bären? Nee, oder? Einverstanden. Das Doch. Könnte genau das sein, was ich brauche. Nicht die Dings, aber... An diesem Zweig hängen einige Schoten. Das könnte man als Dings benutzen, zum Saubermachen. Ja, ich glaube, damit lässt sich der Sand beseitigen. Also, war doch gut, dass wir erst hergekommen sind. Fertig. Ich glaube, jetzt bekomme ich den Schlüssel hinein. Gut, dann probieren wir es doch mal. Wo ist er dann? Da ist er. Gut. Jetzt müsste der Schlüssel hineinpassen. Genial. Der Monolith bewegt sich. Und der Weg ist frei. Endlich. Ich bin gespannt, welches Geheimnis hinter dem Ganzen steckt. Ich auch. Sollen wir rein? Ich denke schon. Was werde ich da drinnen wohl finden? Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen nervös. Na, wir werden es sehen. Ich gehe jetzt hinein. Und? Die Tür geht jedenfalls wieder zu. Und es brennt überall Lichter. Das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen. Sei gegrüßt, junger Freund. Wie ich sehe, hast du deinen Geist klug genutzt. Ah! Ich wusste, du würdest es schaffen. Die Stimme. Bist du es? Ja, ich bin es, Wupuhi. Der letzte Hopi-Häuptling. Fürchte dich nicht. Komm näher. Aber was machst du hier? Ich verstehe nicht. Es gibt nichts zu verstehen. Höre, du weißt es nicht, aber was du suchst, ist das hier. Ein Finger? Aber das ist... Ich weiß, was es ist. Der Mann, der ihn hierher brachte, entehrte sein Hopi-Blut, als er ihn an diesem heiligen Ort versteckte. Dir gebührt es, ihn mitzunehmen und dadurch den verdorbenen Samen aus der reinen Erde zu entfernen. Aber wem gehört er? Nicht ich soll darauf antworten, sondern jener, der sein Volk entehrte, indem er ihn hierher brachte. Diese Person ist tot. Und? Was und? Man kann keinen Toten befragen. Ich versichere dir, man kann es doch. Aber wie? Du musst den Weg finden. Ich weiß, es wird dir gelingen. Jetzt musst du gehen. Aber lass den Schlüssel hier. Dieser heilige Ort darf nicht wieder entweiht werden. Gern, das verstehe ich. Hier ist er. Danke. Ich danke dir, Häuptling Wupuchin. Werden wir uns wiedersehen? Eines Tages, mein junger Freund. Auf Wiedersehen. Okiwaks Licht erleuchte deinen Weg. Das wünsche ich dir auch, Wupuchin. Auf Wiedersehen. Das war irgendwie seltsam. Unglaublich. Ich dachte, ich würde ein Geheimnis aufdecken.
Aber weit gefehlt. Stattdessen finde ich ein noch größeres. Haben wir das halbe Land durchquert, um ein Glas mit einem Finger zu bergen? Das ist ohne Zweifel ein menschlicher Finger. In Formalin aufbewahrt. Konserviert für die Ewigkeit. Aber wem gehört dieser Finger? Er muss ungemein wichtig sein, wenn Menschen bereit sind, dafür zu töten. Und dann habe ich auch noch Wukuchim getroffen. Es ist besser, wenn man nicht darüber nachdenkt. Das Ganze ist der reine Wahnsinn. Ich werde mir später überlegen, was wir tun sollen. Das Wichtigste ist jetzt, Gina irgendwo hinzubringen, wo ihr Bein verarztet wird. Also, so gesehen hätte ich gesagt, wahrscheinlich ist er konserviert, weil man sonst die Fingerabdrücke braucht oder sonst irgendetwas. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, aber, trotzdem war das seltsam. Warum hat der Häuptling da ja rausgehen konnte? Nicht das Ding selber rausgebracht? Oder konnte er gar nicht rausgehen? Weil er keinen Schlüssel hat. Und das, was wir gesehen haben, war eine Art Vision von dem. Und da wir der erste Typ sind, der reinkommt, waren wir auch der erste, der das Ding wieder rausnehmen kann. Seltsam, seltsam. Ich schaue auf jeden Fall erstmal den Finger an. Ich habe mehr Angst als zuvor. Welchem Dämon gehört der Finger wohl? Naja, ein Dämon bestimmt nicht. Gut, geh mal zurück. Aber sonst noch irgendwelche... Da haben wir das Hopi-Heiligtum. Da haben wir auch noch das Hopi-Heiligtum. Nö, sieht nicht aus. Wir haben anscheinend nur das Dorf. Reden wir jetzt mal erstmal mit Gina, denke ich. Nein, sie soll... Ja, gut. Oder auch nicht. Dann probieren wir das da mal hochzugehen. Vielleicht finden wir da was, um ihr Bein zu schienen. So, da gab es nur eine Tür, glaube ich. Die erste Tür war es hier nicht. Das heißt, wir gehen in die zweite Tür rein. Und kommen. Wo raus? Da oben raus. Da gibt es wieder nur eine Tür. War da nicht noch was zum Anschauen? Nee. Und sind jetzt hier oben. Ah, eine Idee. Um das Bein zu schienen, brauchen wir ja ein Seil. Können wir nicht einfach das Seil kappen? Ja. Von hier aus kann ich das Seil weiter oben abschneiden. Dann wird das Stück lang genug, um Ginas Bein zu schienen. Also los. Ich versuche es so lang wie möglich abzuschneiden. Das wäre auch noch mehr gegangen. Geschafft. Ah, und dann geht er schon automatisch wieder runter. Na gut. Dann brauchen wir da wohl nichts mehr für. Das hebe ich doch gleich auf. Dieses Stück wird die richtige Länge haben, um Ginas Bein zu schienen. So, dann schauen wir das noch. Das bringt nichts. Es ist viel zu lang, um ihr Bein zu schienen. Dann müssen wir es wohl kürzen. Mal eine gute Idee. Wenn ich den Balken in zwei handliche Teile spalte, kann ich Ginas Bein damit schienen. Ha, ich hätte doch Arzt werden sollen. Ah, ich bin mir nicht so sicher. Einverstanden. Ich glaube, ich kann ihr Bein mit den Holzbrettern und dem Seil schienen. Ich probiere es mal. Gina, halt jetzt schön still. Ich werde dir das Bein schienen. Aua! Gut. Ich glaube, damit wird es gehen. Gina, es ist Zeit aufzubrechen. Wir müssen durch das Bergwerk auf die andere Seite. Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde dir helfen. Und... Ja?
Aber was ist im Heiligtum passiert? Bist du hineingekommen? Ja, ich war drin und... Was hast du dort drin gefunden? Sag's mir! Sieh mal, es ist alles sehr verwirrend. Ich erzähle es dir unterwegs. Aber... Jetzt lass gut sein. Wir haben einen anstrengenden Weg durch das Bergwerk vor uns. Wir werden uns oft ausruhen müssen. Dabei werden wir genug Zeit haben und ich kann dir alles erzählen. Alles klar? Dann gehen wir. Ich glaube, ich kenne jemanden, der dein Bein verarzten kann. Versuchen wir es. Lehn dich an mich.